Pepper hat seit dem Wochenende wieder richtig Zeugs in den Ohren und es sieht nicht so schön aus. Was mit Juckreiz? Noch nicht, aber ich habe das Gefühl, es fängt an. Irgendwas anders gewesen am Wochenende? Also vorher war es ja nicht, ne? Nee, vorher war es nicht, aber stimmt, sie hat am Wochenende Trockenfutter genascht von dem Welpen, der eingezogen ist. Lass mich raten, in dem Trockenfutter ist Huhn. Jetzt, wo du es sagst, ja, Truthahn, ja. Ja, kein Huhn, Geflügel, aber ja. Wir haben ja schon rausgefunden, dass Pepper quasi auf alles, was irgendwie flattern kann, reagiert. Ja, das stimmt. Ja, erklärt einiges, ne? Ja, ich würde sagen, weglassen, ja. Abwarten, ja. Ohren sauber machen. Also ja. Gehst gleich runter ins Lager, holst dir den Desinfekt-Ohrreiniger. Dann spülen wir die Ohren, das wird sie lieben. Oh ja. Und ja, solange es noch nicht juckt, wird das reichen, wenn sie jetzt natürlich regelmäßig das Trockenfutter klaut. Dann kannst du mit der Allergokontroll-Ohrenpflege gegengehen, damit es nicht so juckt, damit sie sich das nicht noch aufkratzt. Aber der Gefahr besteht nicht. Die Kleine ist jetzt schon eher hinter Peppers Barfair als Pepper hinter dem Trockenfutter. Ja gut, dann vielleicht geht ihr einfach aufs Barf, geflügelfrei, und dann können die sich klauen, was sie wollen. Dann passiert nichts. Ich fürchte, in die Richtung wird es eher gehen. Was mache ich denn, wenn es jetzt nicht die Allergie wäre? Meinst, was es noch sein könnte? Ja. Es könnten Ohrmilben sein. Hoch ansteckend, nicht schön. Also Milben im Ohr. Kannst du dir vorstellen, wie das krabbelt und wie eklig sich das anfühlt. Die sehen wirklich aus. Die kann man sehen mit bloßem Auge? Wenn du ins Ohr reinguckst mit einem Otoskop, kannst du die sehen, ja. Oh, aber das machst du als normaler Hundehalter ja nicht. Also du kommst zu mir und ich gucke mit dem Otoskop rein. Ja. Der normale Hundebesitzer geht zum Therapeuten und lässt reingucken und je nach Befall siehst du es krabbeln. Okay. Und wenn es im Ohr krabbelt, kannst du dir, stell dir mal vor, wie es für dich wäre, wenn es im Ohr krabbelt, da kannst du dir vorstellen, wie der Hund sich äußert. Ja. Der schüttelt den Kopf, der schubbert mit den Ohren über den Boden, da kommt meistens so richtig dreckiger, richtiger fieser Knöß raus. Mhm. Ja, und insgesamt, das kann natürlich bis zu einer wirklichen Ohrentzündung gehen, wenn das sich richtig zubappt. Und da muss man unbedingt was tun, weil das ist keine Lebensqualität für die Tiere. Nein, das klingt überhaupt nicht gut. Nee, klingt nicht schön, ne? Nee. Bin ich froh, dass Menschen das so, also ich weiß nicht, ob es was für Menschen auch gibt. Also in unseren Breitengraden jedenfalls nicht. Ja, Gott sei Dank. Kannst du bekämpfen mit, also entweder natürlich Mittel vom Tierarzt, klar, ist auch recht langwierig, also da muss man dranbleiben bei der Behandlung, wie eigentlich bei allen Parasiten, weil die natürlich auch Eier legen und dann haben die einen gewissen Vermehrungszyklus. Und, also kann man da auch mit wochenlangen Behandlungen rechnen? Ja, ja, kannst du mit wochenlangen immer wieder Behandlungen immer wieder sauber machen, damit es sich nicht entzündet. Da wäre zum Beispiel auch wieder der Desinfekt-Ohrreiniger geeignet. Ja. Und man kann die Ohrmilben entweder halt mit Mitteln vom Tierarzt oder mit einem speziellen Öl behandeln, was halt dünn genug ist, sodass es sich um die Milben legt und dann ersticken die, weil die über die Haut atmen. Ja, okay. Und dann hat man halt tote Milben im Ohr, die man dann wieder rausspülen muss. Aber so kriegt man sie, mit der Zeit kriegt man die Population immer kleiner und kriegt sie immer weiter beseitigt. Ja, okay. Ohrmilben sind super ansteckend. Oh, schön. Das heißt, ein zweiter Hund im Haushalt. Alle behandeln. Oh, traumhaft. Bin ich froh, dass bei Pepper... Ich hatte es Gott sei Dank bei Yuki bisher auch noch nicht, aber ich habe einige Patienten, die das haben. Gerade Patienten, wo auch schon Ohrprobleme vorher bekannt sind, die sind dann irgendwie anfälliger dafür und dann hast du das schnell. Das ist nicht schön. Macht keinen Spaß. Okay, abgesehen von den ekligen Ohrmilben, noch irgendwas, was Juckreiz im Ohr auslösen könnte? Hautpilze, ganz normal. Also es kann eine Hefepilzinfektion sein, das riecht man aber auch. Das riecht so richtig süßlich dann häufig. Ja. Das ist so das, das setzt sich meistens dann in der Folge drauf. Da ist vielleicht eine Reizung da, zum Beispiel durch eine Futtermittelallergie oder durch eine Umweltallergie. Das äußert sich ganz häufig über die Ohren. Mhm. Das heißt, da ist immer ein Juckreiz im Ohr und die schütteln schon mal und so. Und dann setzt sich dann in der Folge auf die schon geschädigte Haut häufig dann entweder, also man hat ja sowieso Hautpilze auf der Haut und in den Ohren, ist bei den Hunden nichts anderes. Aber die vermehren sich dann vermehrt, weil das Immunsystem der Haut das nicht mehr in den Griff halten kann, wenn die geschädigt ist. Und dann hast du halt ganz schnell dann eine Hefepilzinfektion oder andere Hautpilze, die sich dann da ausbreiten. Da muss dann meistens ein Mittel vom Tierarzt dran. Das heißt, wenn diese Problematik auftritt, juckende Ohren, dreckige Ohren, auf jeden Fall abklären lassen, damit es sich schlimmer wird. Ich würde auf jeden Fall jemanden reingucken lassen, der Ahnung von hat. Ja. Ob das jetzt ein Tierarzt ist oder ein Heilpraktiker, der Erfahrungen in der Behandlung hat und der Sachen erkennen kann. Es kommt ja immer darauf an, welche Erfahrungen man hat, was man erkennen kann, was man diagnostizieren kann.
man kann dann natürlich, wenn man Verdacht auf Hauspilz hat, sollte man was ins Labor schicken. Entweder selber unter das Mikroskop legen, das kann man manchmal auch ganz gut selber sehen. Oder halt ins Labor schicken, Abklatschpräparat oder ein Hautgeschabsel, um zu diagnostizieren, was ist denn da überhaupt. Ja klar, damit man es behandeln kann. Genau. Ja. Gibt es denn auch Möglichkeiten, irgendwelche Hausmittel einzusetzen, die ich schon zu Hause, also die ich schon per se zu Hause habe, solange wir quasi im Anfangsstadium sind und noch nicht ganz klar ist, was denn das Problem ist? Zum Reinigen selber, also wenn das jetzt wirklich nur Dreck ist, hat man hat Hunde, die haben einfach dreckigere Ohren als andere, dann, gerade wenn auch viel Fell im Ohr ist, dann bleibt viel Schmalz hängen und dann muss man manchmal ein bisschen nachhelfen oder der Hund kommt frisch aus dem Tierschutz und hat noch nie irgendeine Pflege gesehen. Die sind ja meistens von Kopf bis Fuß irgendwie dreckig. Da sind auch die Ohren dreckig. Das kann man ganz gut mit Ölen lösen, weil der Ohrschmalz selber ja auch fettig ist. Das heißt, man könnte es zum Beispiel mit Kokosöl, zumindest die Ohrmuschel außen, oder Olivenöl. Oliven ist natürlich dicker als Kokosöl. Oder ein schönes Mandelöl, was man halt so da hat. Ja. Damit kann man die Ohrmuschel schon mal auswischen. Da kommt man natürlich nicht tief rein. Ich glaube, da ist unten einer vorbeigelaufen, die Hunde beschweren sich. Oder die Post kommt. Ich glaube, Yuki reagiert aufs Postauto. Genau, auswischen mit Kokosöl oder Mandelöl oder sowas. Natürlich nicht reintropfen. Zum Reintropfen, wenn man da jetzt ein zu dickes Öl nimmt, dann, ne, wie Wasser im Ohr ist auch nicht schön, das setzt sich drauf. Deswegen empfehlen wir ja unseren Ohrreiniger oder die Ohrenpflege nicht bei akuten Entzündungen, weil das ist ölig, das ist eine Emulsion, das ist halt dünner, deswegen kann man damit auch ruhig tiefer reingehen. Aber nicht bei einer akuten Entzündung, weil sich das dann wieder auf die entzündete Haut oben drauf legt, die kann nicht mehr atmen. Und gerade in dem Ohrreiniger sind jetzt keine entzündungshemmenden Wirkstoffe, es ist wirklich nur zum Reinigen. Und da muss man halt dann gucken, dass man dann da lieber entzündungshemmende Wirkstoffe nimmt, wenn man tiefer ins Ohr will. Ja, wenn da schon eine Reizung vorhanden ist. Es gilt aber auch wie bei Menschen, nicht einfach mit Wattestäbchen. Ja, ja, auf keinen Fall mit Wattestäbchen. Schön mit einem Tuch oder mit einem Wattepad von außen auswischen. Normalerweise eine gesunde Ohrflora bringt alles nach außen. Deswegen sind dann die Ohrmuscheln dreckig, aber das Ohr innen, normalerweise sollte das alles raus. Wenn da jetzt super viel Dreck produziert wird, da ist super viel Ohrenschmalz, dann sollte man immer noch mal überlegen, verträgt der Hund oder die Katze denn alles? Ja. Weil ganz häufig ist das ein Zeichen dafür, dass der Körper irgendwas loswerden will oder auf irgendwas reagiert. Das sollte man dann nochmal hinterfragen, wenn das so ein grundsätzliches Problem ist, was immer wieder auftaucht. Welche Hausmittel gibt es sonst noch? Also wenn es jetzt Entzündung ist, dann kannst du mit Camelosan, nein, darf ich nicht mehr empfehlen, TAMG. Also für alle, die es nicht wissen, Tierarzneimittelgesetz ist jetzt seit 22. Januar oder sowas, oder 28. Januar, geändert. Jedenfalls dürfen wir und auch ihr als Halter dürft es nicht mehr anwenden, Arzneimittel, die für Menschen zugelassen sind. Kann man. Ist aus, oder was? Und da war der Akku leer. Was lernen wir daraus? Wir gehen beim nächsten Mal in Strom. Ja. Also, Tierarzneimittelgesetz in aller Kürze. Ich glaube, da machen wir nochmal ein neues Video drüber. Gerade, also wenn ihr da Fragen habt, ne, was noch geht, was nicht mehr geht, immer her damit. Füttert uns mit Fragen, das ist immer gut. Zu jeglichen Themen. Ja, zu jeglichen Themen, aber auch speziell zum Tierarzneimittelgesetz. Wenn ihr jetzt irgendwas habt, dann recherchiere ich gerne, ob ihr das noch anwenden dürft oder nicht. Denn nach dem neuen Tierarzneimittelgesetz dürfen Arzneimittel für Menschen, egal ob freiverkäuflich, apothekenpflichtig oder halt verschreibungspflichtig, ja sowieso nicht, sei denn sie werden umgewidmet, nicht mehr fürs Tier empfohlen oder am Tier angewandt werden. Das heißt, das ist nicht nur, dass ich es nicht mehr empfehlen darf als Tiertherapeut, sondern du darfst es auch nicht anwenden. Du darfst nicht in die Apotheke gehen und dir Arnika D6 kaufen, weil dein Hund sich versprungen hat, und das deinem Hund geben. Und weil das ist nicht fürs Tier speziell zugelassen. Du musst ein Mittel nehmen, was fürs Tier speziell zugelassen ist. Da gibt es aber nicht so viele. Also da gibt es genug und das werden sicherlich jetzt auch mehr werden. Allerdings ist die Zulassung irre teuer und viele Pharmafirmen machen das halt einfach dann nicht. Darunter zählt zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, auch Camelosan. Das ist ein Arzneimittel für den Humangebrauch. Das darfst du an deinem Tier nicht mehr anwenden. Das darf ich auch nicht mehr empfehlen. Kannst du dessen Kamillentee nehmen, der ist ein Nahrungsmittel, den darfst du nehmen. Also mit Kamillentee Ohren spülen wäre okay. Ansonsten aus unserer Palette mit dem Ohrreiniger sauber machen, da ist auch Kamille drin. Und mit dem, wenn es jetzt wirklich Juckreiz ist, wenn
vor allen Dingen, also die Allergokontroll-Ohrenpflege, die gegen Juckreiz wirkt, haben wir entwickelt für Tiere, die halt unter chronischem Ohrenjuckreiz, zum Beispiel durch eine Allergie, leiden. Futtermittelallergien kann man super rausfinden und super abstellen. Soll ja vielleicht auch nochmal ein Video zu machen. Ja. Wie man das denn am besten macht. Aber Umweltallergien, ne? Also gegen die Pollen, jeder Pollenallergiker weiß es, da kann man jetzt nicht so viel machen, da kann man auch Mutter Natur nicht sagen, behalt deine Birke bei dir. Wenn wir da ein Mittel finden würden, das wäre das gut. Das wäre eine Goldgrube. Ja, definitiv. Aber das trifft unsere Tiere halt auch. Und da muss man dann genau wie bei Menschen auch mit Symptombekämpfung arbeiten. Und dafür wäre dann die Ohrenpflege zum Beispiel eine Möglichkeit, weil sie einfach juckreizstillend wirkt. Gut, dann gehe ich jetzt mal in den Keller. Geh in den Keller und hol für Peppa den Ohrreiniger und dann werden wir jetzt mal deinen Hund quälen. Ja. Wir wünschen schon mal viel Spaß, Peppa. Sie weiß es noch nicht. Gut. Ja, sonst hätte sie mich auch nicht freundlich begrüßt, als sie runterkam. Genau. Wir gehen jetzt Hund quälen. Mach's gut. Bis dann.